Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Fabian und heute zeige ich euch eine Immobilie, die wir kürzlich verkauft haben. Das Konzept dieses Projekts war ein Hold and Flip. Also wir haben das drei Jahre oder vier etwa, nicht ganz vier, zwischen drei und vier Jahre gehalten, vermietet gehabt. Und jetzt, wo der letzte Mieter ausgezogen ist, haben wir es renoviert, in einen richtig guten Zustand gebracht und auch verkauft. Da gehen wir jetzt mal hin und schaut es euch mal an. So, jetzt sind wir hier in der Wohnung angekommen. Es ist eine schöne Einzimmerwohnung, gute zentrale Lage in der Stadt und größere Wohnanlage hier, aber relativ gut für eine langfristige Vermietung geeignet, weil kleine Wohnung, großes Objekt, somit sind die Nebenkosten, also die der Eigentümer hier hat, sehr überschaubar, easy, also von dem her alles gut. Haben wir hier komplett renoviert die Wohnung, also frische Farbe auf den Wänden und hier neuer Laminat, war noch nie vermietet so und ja, der Zustand ist wirklich gut, ich finde es kann sich gut sehen lassen. Zielgruppe für ein derartiges Objekt sind in der Regel eher weniger Eigennutzer, sondern eher solche Pendler, Berufspendler, die berufsbedingt hier in der Gegend arbeiten und weiter weg wohnen mit ihrer Family und dann unter der Woche hier immer sind, ja, und hier wohnen, abschlafen und den ganzen Tag so arbeiten. Also so ist so die typische Zielgruppe. Die Wohnung ist halt ziemlich gut auch gelegen im Haus drin. Drüber ist eine Wohnung, drunter ist eine Wohnung, links und rechts auch. Das heißt eigentlich im Winter von allen Seiten warm, außer von der Fensterseite. Und jo, ist eigentlich ganz nice. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in die anderen Räume, gell? Hier ist das Bad. Und jo, was haben wir gemacht? Neue Geräte hat hier eingebaut, neue Toilette, neues Waschbecken, hier einen schönen Waschtisch mit so einer Holzplatte, einen Stein. Eigenhändig ausgehöhlt. Nee, natürlich nicht eigenhändig ausgehöhlt, aber finde ich, sieht ganz geil aus. Und hier noch so eine Regendusche haben wir auch noch eingebaut. Weiter in die Küche rüber noch. Ein Parkplatz war auch noch mit dabei. Ist sowas teuer hier? Ja, es kommt halt immer drauf an, weißt du. Kommt immer drauf an, was teuer für dich ist. Also Referenzrahmen ist halt immer die Frage, was ist für dich teuer, was ist für dich billig, was ist für dich teuer? Keine Ahnung, 300 Euro. Miete oder wie? Ja. Ist so viel, oder? Nee, ich denke schon, dass hier geht schon deutlich mehr Miete. So 550 Euro Miete kann man hier schon verlangen. Hier sind wir in der Küche. Schöner Herd haben wir eingebaut. Mit Arbeitsplatte neue und neues Spülbecken hier. Aber die Küche war noch zu gut, um sie komplett rauszuschmeißen. Also ich denke mal, hier ist alles gut in Schuss. Gute Wohnung mit einigen coolen Features. Und eine gute Lage mit der Strategie Hold and Flip, also einfach geholdet, bis sich irgendwann ein Verkauf angeboten hat. Und ich finde die Strategie eigentlich richtig geil, weil viele Immobilien, die man angeboten bekommt, sind schlecht vermietet. Also echt zu einem niedrigen Preis angeboten zur Miete, mit einer schlechten Rendite zum Kauf angeboten. Und da gibt es sehr wenige Interessenten. Und wenn man da einkauft in dem Bereich, wenig Einnahmen hat, aber auch dafür einen guten Einkaufspreis und da zieht irgendwann mal ein Mieter aus, dann lohnt sich eine Sanierung, Renovierung, je nach Zustand und ein Verkauf. Und das ganze Ding ist ein bisschen längerfristiger als ein Projekt, kann sich aber durchaus rechnen, weil man hat ja während der Zeit, bis es halt soweit ist, bis man es einmal verkauft, hat man natürlich auch Mieteinnahmen und dementsprechend, jo, coole Sache. Jo Fabi, was sind nochmal so die drei Learnings, dass du aus dem Projekt das rausgezogen hast? So drei Learnings. Ein Learning ist auf jeden Fall, wenn man so eine Strategie anstrebt, wenn man es vorher schon weiß,
dass man das Ding irgendwann verkaufen will, dass man halt eine variable Finanzierung hat zum Beispiel, weil es war jetzt eine festgeschriebene Finanzierung, wir müssen eine Vorfälligkeitsentschädigung bezahlen. Zweites Learning, das halt aber im positiven Sinne ist, es kann schon ab und zu mal Sinn machen, einen Verkauf zu machen. Es gibt steuerliche Konsequenzen, die das ganze Thema mit sich bringt und denen muss man sich vorher bewusst sein, bevor man verkauft. Drittes Learning, da muss ich kurz überlegen. Keine Ahnung. Wir haben zwei Learnings. Und was halt auch recht gut gelaufen ist, also hier hätten wir jetzt auch einfach, wenn der Vertrieb jetzt nicht so gelaufen wäre, wie wir uns das vorgestellt haben oder hätten, hätten wir es auch einfach vermieten können wieder. Also das Ding ist halt einfach relativ risikoarm, die Strategie. Man kauft, vermietet, wenn es leer wird, kann man verkaufen, wenn es nicht klappt, vermietet man halt einfach wieder. Die Sache ist halt einfach die, wenn du eine gute Lage hast und eine kleine Wohnung, so wie die hier, da findest du immer einen Mieter, weil in der Regel sind hier, ist hier die Zielgruppe am größten von allen. Hier Einzimmerwohnung, zentrale Lage, geht weg wie warmes Semmeln beim Bäcker in der Schule früher. Also. Ja, perfekt. Schreib mir mal in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat. Hast du schon mal einen Hold and Flip Deal durchgezogen? Also das Wort haben wir einfach erfunden jetzt. In der Story habe ich das neulich abgestimmt, in der Instagram-Story oder abgefragt, was ihr da für eine Idee habt, wie man das so nennen kann. Und das hat mir eigentlich am besten gefallen, Hold and Flip, weil es erst eigentlich ist kein Buy and Hold, sondern und auch kein fixen Flip, einfach eine Weile gehalten und dann verkauft. Ja, schreibt mir mal, ob ihr sowas schon einmal gemacht habt und wie ihr die Vorgehensweise findet. Alles Gute, viel Erfolg und bis bald.